als Opposition 10 Jahre eine gute Arbeit gemacht, haben da natürlich die Regierung immer herausgefordert und jetzt sind wir selber in der Regierung. Und da muss man natürlich umsteuern, denn man steht plötzlich in der Verantwortung vor den Menschen, Bürgerinnen und Bürgern hier in Bayern. Und diese Verantwortung muss man auch wahrnehmen und auch umsetzen. Wie stark eine Koalition und eine Regierung ist, zeigt sich erst in diesen Krisenzeiten. Denn wenn was kommt, was man eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie das Volksbegehren, da sieht man dann, wie eine Regierung zusammenarbeiten kann, wie eine Koalition zusammenarbeiten kann. Und da ist natürlich oft dann so, dass man unterschiedliche Meinungen hat, aber dass man dann trotzdem zusammenkommt, dass man trotzdem einen gemeinsamen Weg findet, das macht, glaube ich, eine starke Regierung aus. Ja gut, die CSU ist natürlich ein Koalitionspartner, der schon ein Schwergewicht ist. Die haben jetzt 75 Jahre auf dem Buckel, man könnte sagen ein Methusalem in der Politik. Wir sind da vielleicht etwas jünger und spritziger und von so her ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Die einen sind vielleicht etwas gesetzter und behäbiger und wir versuchen hier schon der moderne und der offene, weltoffene Part zu sein und hier die Dinge auch voranzutreiben und hier einfach einen neuen Aspekt oft in die Politik mit einfließen zu lassen und natürlich auch ein notwendiges Korrektiv, denn umso länger jemand regiert, umso mehr schleifen sich Dinge ein, umso selbstverständlicher werden manchmal Sachen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man ab und zu mal den Zeigefinger hebt und sagt, Moment, so bitte nicht, und dass man hier die Dinge wieder in die vernünftige Richtung und Bahn lenkt. Ja gut, es sind die Akzente, die eigentlich für uns in Bayern die ganz normalen sind, beziehungsweise das, was in unseren bayerischen Genen verankert ist, nämlich leben und leben lassen. Denn in den Religionen kommt es immer darauf an, dass man den anderen akzeptiert, respektiert, aber auch kennt. Man muss sich miteinander auseinandersetzen, um dann ein gemeinsames zu finden, denn Bayern soll Heimat für alle sein, für die, die eine Religion haben, egal welche, aber auch für die, die keine Religion haben. Und da muss man einfach Toleranz üben, aber auch sich miteinander auseinandersetzen, um da eine gemeinsame Heimat gestalten zu können. Ja gut, der Status quo ist, dass wir niemals vergessen dürfen und aufpassen müssen von dem, was geschehen ist. Also es muss eines sein, dass wir hier in Bayern auch sagen, niemals wieder Täter sein, niemals wieder Opfer sein. Und leider ziehen wieder dunkle Wolken auf und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, diese Dinge, die tauchen immer wieder auf. Und da muss man auch dagegen halten und auch ein tolerantes Gesicht zeigen. Aber Toleranz hat auch seine Grenzen, nämlich da, wo sie auf die Intoleranz stößt. Und wie der Philosoph Karl Popper sagte, keine Toleranz der Intoleranz. Und das zeigt eine wehrhafte Demokratie. Und da sind wir alle jetzt gefordert, dass wir da hier die Grenzen aufzeigen. Und Antisemitismus ist eigentlich der Seismograf in einer Gesellschaft. Da geht es immer los. Und wenn es da jetzt wieder die Vorzeichen auf ein schlechtes Zukunft stehen, dann sind wir als Demokraten und als Menschen gefordert, hier dagegen zu halten. In 20 Jahren, ich würde sagen, es wäre eine Heimat, eine liebenswerte Heimat für viele, viele Menschen, die hier leben können, die hier arbeiten können, die hier einen guten Wohlstand haben, aber auch eine Heimat, die naturbelassen ist, die so, wie es jetzt auch ist, also dass man in der Natur, mit der Natur leben kann, aber trotzdem auch wirtschaftlich und international wirtschaftlich stark. Schweinebraten mit Knödel und ein gutes Essen und Lebensgefühl, Blasmusik, Lederhose, Gamsbad. Also im Grunde meine Heimat hier, also und da, wo man sich wohlfühlt. Geduld und zuhören können und auch also Mut. Denn also Zivilcourage gehört auch dazu, dass man Dinge manchmal aufgreift, wo man weiß, das sehen jetzt vielleicht viele anders. Und da muss man sich hinstellen können und Mut haben und die Sachen auch ansprechen können. Hier natürlich. Hier also im bayerischen Oberland, hier im Ammertal, hier in Oberammergau. Ein glückliches Bayern. Und eine glückliche Zukunft, wo es möglichst vielen Menschen auch gut geht. Weil wenn es vielen gut geht, dann geht es einem auch selber gut.